Meine Damen und Herren, willkommen im Ring zu einem Duell im Schwergewicht über 12 Runden um den vakanten Titel IBF Intercontinental Champion. Und hier sind die beiden Boxer. Aus der roten Ecke kämpft der Gast aus Großbritannien in gelben Hosen. 34 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 122,5 Kilogramm. 1,87 Meter groß, Profi seit 1995. Seine Bilanz beeindruckend. 43 Kämpfe, 37 Siege, 30 durch Knockout. Aus London, Brixton, England, Danny the Brixton Bomber Williams. Sein Gegner in der blauen Ecke trägt rot-schwarz, 24 Jahre alt, Kampfgewicht 100,3 Kilogramm, 1,89 Meter groß, Profi seit dem Jahr 2001, auch seine Statistik klingt sehr gefährlich. 27 Fights, 26 Siege, 22 durch Knockout. Geboren in der Ukraine, lebt und trainiert er seit 8 Jahren in Brüssel, Belgien und boxt für das Sauerland-Team in Berlin. Oleg the Terminator Platov. Ringrichter des Kampfes ist Earl Brown aus Newark, New Jersey, USA. Wer holt sich jetzt den Gürtel des Champions? Williams oder Platov? Die Antwort jetzt live aus Basel in der Schweiz. Oleg. Danny, Oleg, we want all the instructions in the dressing room. Obey my commands all times. Protect yourselves at all times. Touch them up. Good luck to both of you. Danny Williams hat schon mit den ganz Großen des Schwergewichts im Ring gestanden. Oleg Platov träumt noch davon. Aber dieser Traum kann in Erfüllung gehen. Mit einem Sieg könnte der Mann aus der Ukraine den Sprung in die Top 10 bei 2 Weltverbänden schaffen. Für den britischen Meister ist es die vielleicht letzte Chance, nochmal ganz oben anzugreifen. Runde 1 in diesem Schwergewichtskampf, der auf 12 Runden angesetzt ist. Beide ungefähr gleich groß. Danny Williams brachte gut 20 Kilo mehr auf die Waage und es geht sofort hier munter in den Schlagabtausch. Und Platov setzt sofort nach. Unglaublich, wie beide hier in diesen Kampf einsteigen. Fast ohne Deckung. Kurz vor dem Kampf haben wir erfahren, dass Williams ohne Bandagen in die Handschuhe geschlüpft ist. Also auch dies ein Indiz dafür, dass er hier volles Risiko geht. Don't hold on, break, don't punch, don't punch. Break, let him go, let him go. Go. Don't hold him. Platov, ein Mann mit viel Talent und Boxinstinkt. Aber technisch längst nicht so ausgereift wie der erfahrene Danny Williams. Come on, watch the holding. Break, break, let him go. Don't punch. Come on, you're holding. Der Mann aus Brixton in London versucht erstmal ein bisschen das Tempo rauszunehmen und diese Anfangsphase zu überstehen. Aber Platov setzt nach. Break, break, don't punch your leg. Let him go. 13 Erstrunden-Knockouts hat er in seiner Kampfbilanz stehen und da der erste gefährliche Uppercut von Danny Williams. Platov zeigt Wirkung. Oh, punch out, punch out. Diese kurzen Haken sind gefürchtet. Und da hat Platov zum ersten Mal eine Ahnung bekommen, wer ihm da im Ring gegenübersteht. No, hold him, let him go. Break. Come on, back up. Let him go. Danny Williams ist kein Typ, der sich beim ersten Wirkungstreffer gleich auf den Boden legt. Das ist ein Kämpfer. No, hold him,
Der hat gegen Vitali Klitschko im Kampf um die Weltmeisterschaft 296 Schläge eingesteckt. Und der damalige Champion Klitschko, Vitali Klitschko, musste dann mit geschwollenen Fäusten in die Klinik gebracht werden. Ringrichter Earl Brown mit einer kurzen Ansage. Beide sollen sauber boxen und auf ihre Köpfe achten. Erste Blessur bei Danny Williams. Eine sehr, sehr intensive erste Runde in diesem Kampf. Und das finden auch Nuan Krasniqi und der frisch gebackene Champion Firat Aslan. Das sieht man selten, dass ein Schwergewichtskampf so emotional beginnt. Alright, I'm gonna speak to him too. Come on, y'all guys too good to be using that nonsense stuff, alright? Watch the head. Ganz schön auf die Deckung aufpassen und genauer treffen. Es läuft ja alles gut. Ein guter Beginn. Nur an die Deckung denken. Come on, seconds, let's go. Ganz geschickt wieder Danny Williams, immer wieder sich den Schlägen entzogen hat und so überhaupt nur diese erste Runde überstehen konnte. Natürlich nach Punkten klar für den Mann aus Dnipropetrovsk, der seit einigen Jahren in Brüssel lebt. Aber natürlich werden beide dieses Tempo nicht über 12 Runden gehen können. Schwerer Haken zum Körper, zur Leber. Der zweite war dann ein bisschen zu tief angesetzt. Hat Earl Brown sofort gesehen, der Mann aus Newark, New Jersey. Ein Versicherungsmakler. Muss hier in diesem Kampf hellwach sein, weil da zwei Hitzköpfe im Ring stehen. Haben beide nachgeschlagen. Und schwere Cut-Verletzung über dem linken Auge auf der Augenbraue bei Oleg Platov. Der Ringarzt, Professor Dr. Walter Wagner aus Bayreuth, ist oben und schaut sich das an. Der Trainer von Platov protestiert, sagt, es war ein Kopfstoß. Muss dann in der Rundenpause angezeigt werden. Platov hat Schwierigkeiten. Platov hat Schwierigkeiten, das Blut läuft ins Auge. Und da kann er natürlich nichts mehr sehen. Kampf wird wieder unterbrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf fortgesetzt werden kann. Und es bleibt die spannende Frage, wie der Ringrichter, wie Earl Brown diese Aktion wertet. Platov will den Kampf fortsetzen. Ist für ihn natürlich eine Riesenchance. Und wenn er in die Rundenpause kommt, dann kann natürlich das Blut erstmal ein bisschen gestoppt werden. Die Wunde versorgt werden. Den Ex-Weltmeister Henry Akinwande hat er schon bezwungen. Und jetzt... Unglaubliche Hakenserie von Platov. Hat die Aktion von Danny Williams angenommen, aber es sind keine Wirkungstreffer. Und Williams kommt zurück. Risiko. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kampf über die Zeit geht. 10 Sekunden.
Beide Boxer wollen den schnellen Knockout. Und Danny Williams hatte vorher gesagt, ich will ihn boxen. Ich weiß, dass er extrem hart schlagen kann. Aber diese Taktik hat der Brixton Bomber schnell über Bord geworfen. Und er hat ja auch 30 Knockouts in seinem Kampfrekord zu stehen. Körperkopf von Platov. Unglaubliche zweite Runde. Also wenn sie das 5-6 Runden so durchstehen, dann wäre das schon sensationell. Aber niemals 12 Runden. Look at this. Ja, und da haben wir die Aktion, beide mit den Köpfen vorne und dann geht der Impuls von Danny Williams aus. Er sieht ja nichts. Er sieht ja nichts. Wegen der Wunde. So, dass die Fäuste hochhalten und aus der Ferne schlagen, aus einer Entfernung. No. Erklären Sie ihm noch eine Runde. Verstanden, noch eine Runde. Noch eine. Noch eine Runde. Und die Fäuste schön hochhalten. Eine komplette Deckung, Oleg. Verstanden? Runde 3 in diesem Schwergewichtskampf zwischen Danny Williams und Oleg Platov. Und die erste Aktion vom Brixton Bomber. Don't punch. Go. Ja, Mundschutz ist draußen. Don't punch. Und wieder hat Earl Brown alle Mühe, die beiden auseinanderzubringen. Jetzt sieht er den Mundschutz unten liegen, der wird sofort wieder in die Ecke gebracht, kurz gereinigt, dann kommt er wieder in den Mund. Das ist Vorschrift. Sehr guter Körperhaken von Platov. Natürlich haben jetzt beide das Tempo ein bisschen runtergefahren. Die wissen natürlich, so kommen sie nie und nimmer in die 12. Runde. Go hold him. Come on, Danny, watch the hold. Go run. Yep, come on. Come on, Danny. Danny Williams versucht, über die linke Führhand den Kampf jetzt zu bestimmen. Und Platov braucht dringend eine Verschnaufpause. Jetzt zum ersten Mal am Seil gestellt von Danny Williams und auch der kann nachsetzen. Stärkste Runde bislang von Danny Williams. Trifft jetzt auch mit dem linken Jab, versucht jetzt anzuboxen, die rechte vorzubereiten. Cut hat sich wieder geöffnet bei Platov. Natürlich wird er dadurch behindert, gar keine Frage. Platov wechselt jetzt die Auslage. Mal rechts, mal links vorn. Und versucht es mit Einzelaktion. Emotionen schlagen hoch in diesem Kampf. Das ist die bislang beste Runde von Danny Williams.
die er auf seinem Konto haben dürfte. It was an accident. Muss ein bisschen zurückgehen. Ist es die letzte oder was? Abwehren und zurückgehen, nicht stehen bleiben. Immer einen Schritt zurück. Und schön an die Deckung denken. Immer schön abdecken. Letzte Runde. Go. Get that water up, please. Runde 4. Go hold him. Und Danny Williams übernimmt die Initiative. Starke Führhand von Danny Williams und er setzt nach. Break, stop punching. Come on, watch the hold, watch the head, go. Und beide immer wieder mit den Köpfen vorn. Platov jetzt auch mit einer Schwellung unter dem rechten Auge. Und man sieht, dass diese ersten beiden Runden unglaublich viel Kraft gekostet haben. Und das natürlich ein Indiz für die Unerfahrenheit dieses jungen Mannes, dieses jungen Schwergewichtlers, der sich in diesen beiden ersten Runden wahrscheinlich total ausgepowert hat. Und das eröffnet Danny Williams ganz neue Möglichkeiten. Starke Links-Rechts-Kombination, Platov angeschlagen, mit weichen Knien. Und Danny Williams setzt nach. Mächtiger Uppercut. Don't punch. Unglaublich, was die beiden hier in diesen ersten Runden schon eingesteckt haben. Danny Williams heute im 44. Kampf. Der hat schon viel erlebt in seiner Profikarriere. Time. Und Earl Brown unterbricht nochmal den Kampf. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und der Kampf wird abgebrochen. Professor Walter Wagner gab die Empfehlung aus, den Kampf zu stoppen. Und Jubel in der Ecke von Danny Williams, der sich jetzt als Sieger wähnt. Da wird die Wunde von Oleg Platov behandelt. Und hier haben wir Danny Williams mit seinem Trainer Spencer Fearon. Seit 22 Jahren sind sie befreundet. Fearon war einst selbst Profiboxer im Halbmittelgewicht. Sie haben sich sehr hart auf diesen Kampf vorbereitet. Er hat immer an seine Chance geglaubt. Er hatte Respekt vor Oleg Platov. Aber er lässt sich natürlich nicht gleich von so einem jungen, ungestümen Schwergewichtler beeindrucken. Und die Enttäuschung ist groß. Yeah,
Aber wahrscheinlich hat sich da Danny Williams ein bisschen zu früh gefreut, denn der Abbruch passierte vor Ende der vierten Runde. Und da es ein Accidental Headbutt war, wäre das dann ein No-Contest. Also es gäbe keinen Sieger in diesem Kampf. Wir müssen es aber noch abwarten, weil das nur eine Vermutung ist. Und wir wissen noch nicht genau, ob die Delegierten der IBF das auch so sehen. Wäre sicherlich für beide Boxer die beste Lösung. Und dann könnte man in einem Rematch klären, wer von den beiden der bessere ist. Hier die Szene mit dem Kopfstoß. Da kann man Danny Williams keine Absicht unterstellen. Beide mit den Köpfen vorn. Beide gehen da rein. Und deshalb auch die richtige Einschätzung. Natürlich ein bisschen die Vorwärtsbewegung von Danny Williams, aber da kann man ihm beim besten Willen keine Absicht unterstellen. Das war ganz klar unabsichtlich. Wenn es ein regulärer Schlag gewesen wäre, dann hätte Danny Williams den Kampf durch TKO oder KO gewonnen. Aber so vor Ende der vierten Runde ist es ein Kampf ohne Sieger, ohne Wertung. Tja, die beiden freuen sich und sind begeistert von der Leistung von Danny Williams. Tja, Oleg Platov hat sich das natürlich anders vorgestellt, aber aus dem Kampf wird er wirklich viel lernen können. Und ich glaube nicht, dass er nochmal einen Kampf so beginnt. Gibt eine kleine Kontroverse jetzt zwischen Danny Williams, seinem Betreuer. Spencer Ferrin ist sehr erregt und bekommt jetzt von Malcolm Garrett, dem Cutman von Oleg Platov, ein bisschen Nachhilfe in Regelkunde. Das war die erste Szene, als Platov eine ausnehmen musste, weil das Blut ins Auge floss. Und man kann auch nur von Glück reden, dass der Ringrichter diesen Kampf abgebrochen hat. Absolut richtige Entscheidung. Gesundheit der Boxer geht vor und die Verletzung war einfach zu gefährlich. Und dass diese Schlagserie von Danny Williams, natürlich war da Oleg Platov mächtig gehandicapt. Und hier haben wir nochmal Malcolm Garrett, ein erfahrener Cutman aus den USA, der hier Danny Williams erklärt, warum dieses Urteil wahrscheinlich so ausfallen wird. Und hier das Urteil mit Manuel. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Ringrichter Earl Brown aus Newark, USA, stoppte den Kampf in der vierten Runde nach 2 Minuten 15 Sekunden. Das bedeutet, der Kampf bleibt ohne Wertung, no decision. Kann natürlich auch bei den Zuschauern hier in Basel ein bisschen Unverständnis. Nicht jeder hat das Regelhandbuch der IBF da bei der Hand. Aber auch Danny Williams hat es eingesehen, hat es verstanden. Und ich glaube, die beiden verabreden sich jetzt schon für einen nächsten Kampf, wo dann geklärt werden kann, ohne eine solche Verletzung, wer von den beiden der bessere ist. Auf jeden Fall hat dieser Danny Williams hier heute gezeigt, dass mit ihm noch zu rechnen ist, mit 34 Jahren noch kein altes Eisen. Meine Damen und Herren, wichtiger Hinweis, eine Entscheidung in diesem Kampf nach den Punktzetteln hätte es nur dann geben können, wenn 4 Runden zu Ende geboxt worden wären. Aber es war ein accidental headbutt, also ein Unfall. Und nachdem 4 Runden nicht zu Ende geboxt worden sind, kann es keine Entscheidung und somit auch keinen Sieger geben. Das nochmal die Erklärung vom Ringsprecher und wir haben die ersten Interviews. Très bien. Kane
Arthur ist zurück im Ring. Arthur Abraham. Der Champion. Ungeschlagen. K.O.-Quote 80%. Sein Gegner. Wayne Mad Dog Alcock. Britischer Meister. Ein Mann mit harten Händen. Die IBF-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Abraham gegen Alcock. Gleich. Gleich im ersten. Danny, the decision was Danny, no contest or no decision. Die Entscheidung, keine Entscheidung. Stimmen Sie dem zu? Wenn die Regeln so sind, kannst du nicht dagegen sein. Dann musst du zustimmen. Natürlich, das war nach 2 Minuten abgebrochen worden. Aber der Cut war ja vorne nicht anders als der in einer früheren Runde. Die haben absichtlich gestoppt, weil sie gewusst haben, er hatte keine Chance mehr. Was sagen Sie zu einem Rematch, um den richtigen Sieger herauszufinden? Ich sag's Ihnen. Ich bin schon reingelegt worden. Wahrscheinlich muss ich zurückkommen, muss ich das noch einmal machen, aber das war nicht in Ordnung. Wir haben gehört, Sie haben ohne Bandagen gekämpft. Stimmt das? Und warum? Ich kämpfe nie mit Bandagen. Das ist bei mir einfach so. Auch andere Schuhe und auch nichts am Kopf ist einfach so. Klitschko, Tyson, die großen Champs haben Sie geboxt. Was ist mit Platov? Er ist gut. Und was haut der zu? Hat einen irrsinnig harten Punch. In der ersten Runde hat er mich fast von den Beinen geholt, weil er so aggressiv und stark begonnen hat. Aber ich habe mich hingestellt, stark. Ihr habt mich gegen Tyson gesehen und gesagt, du kommst zurück in den Kampf. Bei Platov genauso. Ich habe seine besten Schläge eingesteckt und habe ihn dann bestraft dafür. Danke, Danny. Oleg, ein Wahnsinnskampf, leider ohne Sieger. Wie war das mit den Cut? Wie haben Sie die Szene erlebt? Да, то есть он меня очень технично ударил головой. Ja, das war schon ein technischer Kopfschlag. То есть я ничего не видел левым глазом. Ich habe einfach nichts gesehen auf dem linken Auge. Deswegen hat es den Kampf umgedreht sozusagen. Sie hätten auch gerne vorher schon konsequent zugeschlagen. Nein, das war nicht so, aber ich konnte wirklich nichts sehen. Deswegen war das schon ein anderer Fight als früher, wegen des Blutes. Sie müssen uns doch mal erklären, warum es so einen Formel-1-Start, so einen irren Start in einen Schwergewichtskampf gegeben hat. Wann haben Sie sich das ausgedacht? Ich konnte es sehr gut fühlen. Wenn es nicht um diesen Unfall gewesen wäre, dann hätte ich sehr gut abgeschlossen. Und früher. Ein Wort zu Danny Williams. Was kann ich sagen? Bieten Sie ihm ein Rematch an? Freuen Sie sich auf ein Rematch? Natürlich, natürlich. Sehr gerne. Ich werde mich freuen. Er ist natürlich ein sehr, sehr komplizierter Gegner. Und ich möchte sehr ein Rematch. Alles klar. Danke, Oleg Platov. Spasibo. Dankeschön.